Mehr Porno in die Politik! Mehr Porno in die Politik! Die Botschaft ist einfach. Die Mittel sind Geschmackssache. Erklärtes Ziel: Erigierungsverantwortung. Wir haben Inhalte überwunden. Ich glaube, dass Porno jetzt die neue Politik ist. Wir sind da wieder absolut führend. Wir sind die modernste aller Parteien und wir werden den pornösesten Wahlkampf haben, den das Land sich vorstellen kann. Mit diesem Wahlprogramm ist die Partei zu 100% erigierungsfähig. Partei ist zu 100% erigierungsfähig! Seit 3 Jahren sitzt die Partei bereits im Europaparlament. Die Bilanz kann sich sehen lassen, glaubt der Vorsitzende. In den letzten 3 Jahren habe ich als EU-Abgeordneter der Partei großartige Arbeit geleistet. Ich habe die Engländer nach Hause geschickt. Ich habe Martin Schulz entmachtet. Und zum SPD-Kanzlerkandidaten degradiert. Dieses Land ist reif für eine Regierung, wie es sie verdient hat. Korrupt, unfähig, elitär, tyrannisch, faul, zutiefst undemokratisch und super lustig. Im Ernst, ganz ernst, sind die Ziele der Magdeburger Gartenpartei. Wie der Name schon sagt, geht es um die Belange des deutschen Laubenpiepers. In Magdeburg ist die Truppe bereits Volkspartei, hat fast so viele Mitglieder wie die SPD. Dürfen wir davon ein paar Pflaumen haben, bitte? Oh, bitte. Dann tauschen wir. Ich gebe Ihnen ein Wahlplakat bzw. ein Wahlprogramm von uns, von der Magdeburger Gartenpartei. Ja. Und dafür hätte ich gerne ein paar schöne Pflaumen. Ja. Kriegen wir hin? Ja, kriegen wir. So ein guter Tausch. Sind noch nicht ganz reif. Naja, dann lassen wir sie noch ein bisschen liegen. Aber kosten Sie ruhig mal. Na, wunderbar. Sie sind fest. Ich esse es auch gerne, wenn sie fest sind. Die Notwendigkeit im Bundestag ist eigentlich groß, weil ja viele Kleingärten in ganz Deutschland überall betroffen sind, die ja Probleme haben. Überall soll gebaut werden, soll weggerissen werden, ob das für eine Nord-Süd-Verbindung ist, für Straßenbahn, für Bus. Ja, also ich glaube, die Probleme sind in ganz Deutschland. Und eins ist Fakt, wenn alle Kleingärtner sich in ganz Deutschland vereinigen, ich glaube, dann sieht es ganz anders aus. Okay. Hier fallen die Botschaften offenbar auf fruchtbaren Boden. Kleingärtner aller Länder, vereinigt euch. Was gefällt Ihnen an den großen Parteien nicht? Dass im Großen und Ganzen alle schon so ist wie immer. Dass immer die CDU, SED, die sind da immer alle immer vorne dran. Die Kleinen, die können auch mal zumindest mal eine Chance haben. Zu den Zielen der Gartenpartei gehört auch, dass Kleingärtner ihr überschüssiges Obst und Gemüse frei verkaufen dürfen. Es geht also ans Eingemachte. Auch hier werden circa, sag ich mal, ich glaube, letztes Jahr waren es 85 Kilo Heidelbeeren geerntet. Ja, man sieht das ja hier auch, das Beet. Also das ist schon eine Menge, das muss man sich mal überlegen, 85 Kilo Heidelbeeren zu pflücken, zu verarbeiten und dann auch noch zu essen. Ohne Erdbeeren dazu und alles, was da noch so gibt im Garten. Welche politische Forderung ergibt sich daraus? Also die politische Förderung steht ja bei uns ganz oben. Als Gartenpartei ist eben die Novellierung des Bundeskleingartengesetzes. Wir wollen ganz einfach, dass die muss überarbeitet werden und der heutigen Verhältnisse angepasst werden. Hoch hinaus will auch die Bergpartei. Wahlkampfmalen für den Bundestag. Eine ihrer Forderungen: Umwandlung des Verteidigungsministeriums in Zwischennutzungs- und Querfinanzierungsministerium. Fares Al-Hassan ist Direktkandidat für Friedrichshain-Kreuzberg. Von Haus aus ist er Kunstkurator. Du hast schon Neues? Cool. All cats are beautiful. Willst du vielleicht noch so ein Vergeben machen? Ja. Vergeben wäre cool. Ja. Cool. Meine Hauptposition ist Pflanzenrechte für alle und Tierrechte für alle. Das ist natürlich ein bisschen lustig, weil Tierrechte für alle bedeutet ja eine Verschlechterung für den Status des Menschen, rechtskräftig gesehen. Aber eigentlich ist die Hauptaussage daher, dass Tiere und Pflanzen eigentlich genau die gleichen Rechte haben müssten wie Menschen. Und nur weil die Eiche zu verwurzelt ist, um es in die Wahlkabine zu schaffen, oder Schmetterling kann keinen Stift halten, und wenn er nicht erfasst, kriegt auch keinen Brief, hey, komm mal wählen, heißt das noch lange nicht, dass das irgendwie gerecht ist. Wenn es um aktuelle Politik geht, stößt die Bergpartei mit ihrem Vorsitzenden Rico Rose an Grenzen. Flüchtlingskrise. Entschuldigung. Die Flüchtlingskrise. Wir glauben nicht an Grenzen.
Also Flüchtlinge sind das Produkt von Grenzen, von Abgrenzung, von Differenzierung und von denen, die dann Gewinner sind und die Verlierer sind. Und letzten Endes Flüchtlinge sind die Verlierer. Eine der Kleinparteien kann sogar einen Kanzlerkandidaten präsentieren. Bitte begrüßen Sie mit mir den Kanzlerkandidaten und Direktkandidaten der Partei, die Partei für das verfickte Friedrichshain-Kreuzberg, Serdar Somuncu, ein Türke für Kreuzberg. Die Partei wurde von Titanic-Redakteuren gegründet. Entsprechend professionell ist der Humor des Vorsitzenden Sonneborn. Wir stellen gerade unseren Direktkandidaten vor in Friedrichshain-Kreuzberg. Derzeit wird das Mandat hier von Hans-Christian Ströbele verwest, muss man glaube ich sagen. Und Hans-Christian Ströbele tritt nicht wieder an. Wir verspüren ein Machtvakuum hier und stellen unseren besten Mann, den Türken Serdar Somuncu, in Kreuzberg auf. Was mache ich? Du trittst hier an. Bitte, ich habe die Frage nicht verstanden. Warum wollen Sie Kanzler werden? Keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren. Oder? Ja, macht sich gut im Lebenslauf. Finde auch. Es ist auch eine schöne Alternative. Wir haben Mutti, die antritt. Es gibt Mutti mit Bart, die für die SPD antritt. Und wir haben einen Mufti mit Bart. Bevor die V-Partei in den Bundestag einziehen kann, geht sie erstmal auf die Straße. V steht für Veränderungen, Vegetarier und Veganer. Heute kommt noch die Feinstaubbelastung dazu. Wie finden Sie die V-Partei? Den meisten ist nicht bewusst, was das Thema Feinstaub überhaupt bedeutet. Man darf so und so viele Tage die Grenzen überschreiten, aber wir überschreiten die permanent. Und da muss ja was getan werden. Keiner kümmert sich drum. Ich habe Kinder. Deswegen nehmen wir das in die Hand. Ich kenne die gar nicht. Das ist das Problem. Ich kenne die nicht. Ja? Aber die sind ja jetzt gerade hier, machen auf sich aufmerksam. Mag ja sein, aber es gibt ja viele andere, wo sie diese Themen unterbringen können. Das ist doch ein Thema, das ist doch jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Das haben doch andere auch. Gehen Sie doch dahin, weil sogar Merkel hat das mittlerweile. Das haben doch alle. Das ist doch kein Alleinstellungsmerkmal. Damit werden Sie doch nicht ein Land regieren können. Auch eingefleischte Fußgänger, wenn man das bei einer Veganerpartei so sagen darf, sollen agitiert werden. Die Umweltaktivisten treibt der aktuelle Fipronil-Skandal um. Verteilt werden Flyer und Eier. Ihr vielleicht ein giftiges Ei. Sehr ungesund, garantiert. Möchten Sie ein Ei? Sie vielleicht ein Ei? Was ist die Lösung der V-Partei gegen den Eierskandal? Keine Eier. Kein Mensch braucht ein Ei. Da sind tierische Eiweiße drin und die tierischen Eiweiße werden vom Körper überhaupt nicht vernünftig verarbeitet. Und natürlich. Letztendlich, das ist ja Quatsch. Nee, das ist kein Quatsch. Das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Dann, das ist auch das, was die Industrie natürlich erzählt. Die wollen ja die Eier verkaufen. Das ist nicht die Industrie, das ist die Wissenschaft, die das erzählt. Noch weniger wissenschaftlich ist der Wahlkampf in Berlin-Charlottenburg. Dada Madhuvi Diananda, geboren als Michael Moritz, ist Bundesvorsitzender der Partei Menschliche Welt. Er wurde in Indien zum Yogamönch ausgebildet. Hallo, darf ich Ihnen Menschliche Welt vorstellen? Wir machen eine Politik für das Wohl aller Menschen, Tiere und Pflanzen. Und diese Politik wird gestärkt durch Meditation. Unser Hauptanliegen, konkretes Hauptanliegen, ist Friedenspolitik. Hallo, darf ich Ihnen Menschliche Welt vorstellen? Sie dürfen. Danke. Hallo, darf ich Ihnen Menschliche Welt vorstellen? Politikverdrossenheit in der Fußgängerzone. Es ist sehr zurückhaltend hier. Was könnte der Grund sein? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, dass für viele Leute mein Erscheinen auch ein bisschen dazu führt, dass sie nicht genau wissen, wo sie sich hier drauf einlassen würden. Dann lässt Yogi Madhuvi Diananda den Wähler teilhaben, an seiner Art Frieden zu schaffen, auf ein paar Matten. Jetzt werden wir hier eine Friedensmeditation abhalten. Im kleinen Kreis. Wir werden erst ein Mantra singen. Das ist ein Klang, der einfach hilft, den Geist zu stillen und zu beruhigen und nach innen zu lenken. Und danach werden wir eine Meditation machen hier. Immerhin, bei der letzten Abgeordnetenhauswahl stimmten 839 Berliner für die Yogis.
Auf gewisses Untenrum-Interesse stößt die gefühlsechte Wahlkampfstrategie der Spaßpartei Die Partei. Wer würde die Partei wählen, wenn er einmal hier Pussy-Grabbing für umsonst darf? Das zieht hier in Berlin, glaube ich. Einmal umsonst hier bei der reizenden Lea Pussy-Grabbing. Guten Tag. Wir sind von der Partei, wir machen einen heißen Sexwahlkampf. Wir wollen das Pussy-Grabben ein bisschen demokratisieren. Das können nicht nur amerikanische Präsidenten machen, sondern auch jetzt der kleine Mann von der Straße. Ja, so klein bin ich nicht, aber ich versuch's trotzdem. Der große Mann von der Straße. Alles klar. Einfach mal locker rein. Einfach mal locker rein. Ja. Passt. Wie fühlt sich das an? Ein bisschen borstig, aber angenehm. Das ist ein Kompliment, glaube ich, oder? Ja, sollte so rüberkommen. Würden Sie die Partei wählen? Ja, wenn das Wahlprogramm ähnlich ist, wie es sich anfühlt, wahrscheinlich. Ja, wir haben ein reines Sex-Wahlprogramm jetzt. Ja, das kommt mir entgegen. Finde ich super. Ja, toll. Super. Dankeschön. Dein Onkel würde auch gerne mal Pussy grabben. Ja, kommen Sie gerne her. Kommen Sie aus einem Kulturkreis, der Ihnen Pussy grabbing erlaubt oder verbietet? Erlaubt. Also ich bin sehr politisch engagiert und ja, was heißt Pussy Grabbing? Eigentlich genau die Vokabeln, verstehen wir nicht. Ja, das heißt einfach, dass Sie da reinfassen dürfen und einmal tasten. Okay, wenn es der Lady nicht aufmacht. Oh, interessant. Sehr schön. Wie fühlt sich das an? Weich. Befriedigend, sehr schön. Wer hätte das gedacht? Auch die Parteipolitiker lügen. Pussy-Grabbing entpuppt sich als Fake News aus reinem Rosshaar. Damit zurück nach Hamburg.